Okay, Freunde, wir gucken uns noch einmal den Craftic 9 Server an. Digga, Klim und Blizzo sind drauf. Digga, hä, was ist das denn? Denn Craftic startet. Oh, ihr seht's nicht. Craftic 10 startet in 15 Tagen. Am 29. beginnt Craftic. Für uns beginnt es schon am 26. Da dürfen wir drauf die erste Aufnahme machen. Und ab Samstag 12 Uhr darf man hochladen. Nee, Samstag 10 Uhr darf man hochladen. Und Samstag 12 Uhr darf man dann streamen. Und da beginnt quasi Craftic so richtig am Samstag um 12 Uhr. Beziehungsweise 10 Uhr YouTube-Video, erste Folge. Ja, nur damit ihr das wisst. Deswegen, wir werden uns jetzt einmal den Craftic-Server angucken. Einfach rumfliegen und alles, jede Base uns einfach kurz anschauen. Weil ich kenne, glaube ich, nicht mal alle Basen dieses Craftic, weil dieses Craftic irgendwie so schnell. Es ist nicht vorbei, weil es läuft ja immer noch, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Okay, wir gehen drauf. Klim und Blizzard zocken einfach. Wann kommt das Video? Das hier, das kommt auf dem Zweitkanal. Also auf dem Fabo Marbo Kanal. Hallo. Drei Leute einfach online, das ist so krass. Es ist so krass, Digga. Und ich bin mit Luna auf Craftic, das ist auch krass. Digga, Craftic 9 war die Zeit, wo ich kein Client hatte, eine Zeit lang. Das ist krass. Das Craftic 10 Startvideo. Am 29. Bist du dumm, Verweisung? Okay, ne, Freunde, aber das hier wird, by the way, auch ein Video auf unserem 2-Kanal. Ne, wir haben ja Fabo Marbo-Kanal. Und auf diesem Kanal, wenn ihr das gerade auf diesem Kanal seht, weil ich werde das wahrscheinlich hochladen, da werden wir Uncut Craftic 10 auch hochladen. So 50, 60 Minuten Folgen werden auf dem Kanal kommen von Craftic 10, was man nicht so geil funny zusammenschneiden kann oder einfach so Highlight-mäßig, kommen da halt auch Videos. Auf dem Main-Kanal kommt Craftic-Video und auf dem Kanal werden auch Craftic-Videos kommen. Das wird geisteskrank. Okay, aber wir fangen an. I'd just like Digga. To interject for a moment. Simi, halt small. Okay, passt auf. Wir fangen an. Wir brauchen Raketen. Digga, ich kenne mich auch gar nicht mehr aus, was ich alles habe, ne? Habe ich irgendwo... Ah, ich habe unten Zuckerrohr. Okay, alles gut. Ich bin so raus, Alter. Stick Touch, alles gut. Wir fangen an bei unserer Base. Das ist nämlich die hier. Ich muss ehrlich sagen, das hier ist mit Abstand das schlechteste Craft Attack. Oh, und ich habe noch null Tode. Das muss man auch mal anerkennen. Ich bin dieses Craft Attack nicht einmal gestorben. Was ich aber sagen wollte. Dieses Craft Attack war mit Abstand mein schlechtestes Craft Attack von dem... was ich alles gemacht habe. Das Ding ist, ich habe schon viele Sachen gemacht. So ist nicht. Aber im Vergleich zu den anderen Craft Attack ist es halt Schwanz gewesen, ne? Was soll ich euch sagen? So, warte, wir machen uns kurz Raketen, damit wir genug haben. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Okay. Du hast viel gemacht. Ne, ich sage euch mal alles, was ich gemacht habe. Ich habe gemacht. Das hier, das war hier all... Digga, das war eigentlich so ein geiles Gebiet hier mit diesen Bergen und so. Man hätte hier so viel... Man hätte hier so viel Geiles machen können. Ich habe nichts gebaut, Digga. Das ist so schade. Aber guck mal, ich habe hier das hier. Das war ja alles, war hier gerade Fläche. Das habe ich eben gemacht. Und habe hier einen See hingemacht. Das hat viel zu lange gedauert, weil wir alles hier mit Wasser machen mussten und so. Das hat wirklich so viel Zeit gekostet, das hier alles. Dann habe ich hier so Minibase reingebaut. Da wollte ich eigentlich auch einen Gang nach unten machen und so. Habe ich auch nicht gemacht. Und dann haben wir hier einen riesigen Turm gebaut, den ich eigentlich auch von innen hier ausfüllen wollte. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist der Gang hier. Dann kommt man hier hin. Und hier oben habe ich ein kleines Kistenlager gemacht. Und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Und hier oben habe ich noch einen Elytra-Launcher gemacht. Und ansonsten war es das halt ehrlich. Mehr habe ich... an dem Turm nicht gebaut. Der ist einfach hohl. Das ist halt scheiße, Digga. Aber guck, Elytra-Launcher, der funktioniert auch immer noch. Aber ja, das ist der Turm. Der geht bis Bauhöhe. Sieht ultra... Also ich finde eigentlich, der sieht gar nicht so schlecht aus. Er sieht schon ein bisschen scheiße aus. Dann habe ich noch das Nether-Portal hier gebaut. Das finde ich ist cool. Dann habe ich das gemacht. Ein riesiges Loch, was ich eigentlich bis zu Bedrock machen wollte. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ich die TNT-Booster nochmal nach unten setzen müsste. Und deswegen habe ich es gelassen. Deswegen sieht es jetzt hier so aus.
Hier ist einfach ein riesiges Loch, was auch nicht mehr fertig gemacht wird. Und das ist hier, und das finde ich ist das Coolste, was ich gebaut habe. So eine Redstone-Tür. Hier. Zack. Die ist cool, finde ich. Und die geht auch wieder auf. Guckt es euch an. Ist geil. Und dann habe ich... das, okay, es sieht eigentlich schon scheiße aus. Ja, was soll ich sagen? Dieses Crafting war nicht so geil. Das war nicht so geil. Aber hier wollte ich dann so ein Labor bauen und mit Felix verbinden. Das hat alles nicht funktioniert. Ich konnte es dann auch nicht mehr verbinden, weil ich hier ein fettes Loch gemacht habe. Es ist alles scheiße gewesen, dieses Crafting bisschen. Fabo hat diesen Monat 6-mal gestreamt, das ist ja gut. Aber ja, das ist basically alles, was ich in Crafting 9 gebaut habe. Also wirklich, mehr habe ich nicht gebaut. Außer natürlich noch Shopping District und Pixel Art. Das hier, wir haben ja dieses Glurak Pixel Art gebaut, direkt am Anfang. Das hat so viel Zeit gefressen. Und das ist aber eigentlich cool. Das finde ich ist auch eines der coolsten Sachen, die wir dieses Crafting gemacht haben. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht so viel in Crafting gemacht. Ich habe mehr getrollt und sowas. Oh, und natürlich unsere Meloneninsel. Stimmt. Voll vergessen. Das hier. Ja, aber das war auch scheiße. Aber ich habe sowas ähnliches wieder für Craft Attack 10 vor. Aber nee, hier. Das ist eine Meloneninsel haben wir noch. Mit Schildern. Von allen Subs. Digga, ich will, wenn ich hier jetzt die Namen vorlese, keiner ist hier. Gigantus Pizzas ist safe nicht da. Baumkönig ist nicht da. Gewittermann ist safe nicht da. Alle sind nicht... Pieps ist auch nicht da. Keiner von den Leuten hier ist da. Oh. Hallo Clem, was geht? Mein alter Name? Wie, was? Wo ist dein alter Name? Crazy Burrito. Ich kann nicht mehr. Nee, aber auf jeden Fall, Wait, Mika, wie hieß du denn? Bin ich dumm? Was machst? Hast du Bautsch FC dem nicht schiffbar? Du hast kein legit. Ich kann ja auch nicht lesen. GG. Aber nee, das haben wir auch noch gemacht. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, war dieses Crafting mau. Wir hatten natürlich noch. Bevor wir Felix seine Insel angucken, gehen wir kurz noch zu meiner Starterbase. Yeah, Crafting 9 Rückblick! Nee, weil guck mal, ich war ja auch Starterbase bei Kunga. Klimm-Alkoholiker, ich schwöre, der trinkt. Ich bekomme Rundtour. Okay, warte, guck mal, das war ja unsere Starterbase. Und das sieht immer noch, no joke, das sieht immer noch so aus wie am ersten Tag. Digga, wir hatten diese Eisenfarm am ersten Tag und Kunga und JB haben halt nicht so viel, also JB schon, aber Kunga dann nicht mehr. Und das hier ist halt nicht fertig gebaut worden. Hugo hat da immer geklaut, Eisen und so. Es ist echt krass. Ja, aber das ist unsere Eisenfarm und Melonenfarm, natürlich. Ja, hier, ne? Hier ist halt... Hier ist nicht... Doch, hier ist halt... Ja, nicht mal alles voll. Aber das ist halt so Kürbis-Melonenfarm, was wir hier hatten und so. Und ja... Da haben wir unser ganzes Starter-Equip her. Und das sieht halt legit immer noch so aus wie am ersten Tag. Und das ist traurig. Dieses Crafting haben wirklich nicht so viele Leute gespielt. Und außerdem... Das hier habe ich auch gebaut. Eine automatische Lava-Farm. Weil ich wollte eigentlich am Anfang eine Base aus Lava bauen. Habe ich auch nie gemacht. Chillig. Nie geused. Alles nicht gebraucht. Es ist so kacke gewesen. Dieses Crafting war so komisch irgendwie. Aber nee, das sind so meine Starterbasen. Kunga, JB.
Ey, Kunga hat sich extra diesen Berg hier gesaved. Auch nichts drauf gebaut. Es ist so traurig. Es ist nichts passiert, dieses Craft-Deck. Es ist ehrlich nichts passiert. Wann neues Langzeitprojekt will mein Hans mit dem kleinen Schwanz wiedersehen? weiß ich nicht. Okay, und wir gucken jetzt nur kurz Felix seine Base an, weil die hier auch direkt daneben ist. Felix ist halt also abgedreht. Felix ist halt, also Rotpilz ist komplett eskaliert wieder. Wait, wo ist das? Hier. Digga, guckt euch Rotpilz an. Guckt euch das an. Digga. Er hat einfach seine Insel hier fertig gebaut. Roboter. Hier überall so kleine Details. Schiff, Atomkraftwerk, kaputte Brücke, zerätztes Zeug, Riesenrad abgestorben und so. Digga, das ist so krank, was Felix gebaut hat. Aber irgendwie guckt's keiner an. Ja, Felix hat so viel gebaut, hat 2 Videos gemacht. Ich versteh's nicht. Ja, Craft Deck 9 war ehrlich nicht so geil. Es ist nicht so viel passiert eigentlich. Das ist echt Schwanz gewesen. Guck mal da, aber das, ich finde Felix seine Base ist mal wieder eine der cool. Spark hat auch. Ne, Spark. No joke! Spark hat die coolste Base, die es Craft Deck gehabt. Guck mal, hier Rotpilz, du gehst rein. Felix und Spark haben die geilste Base. Chat, wir gucken alle Basen, by the way, an. Wir gucken auch noch von Basti, von Trimix, alle. Guck mal, Felix hat auch einen eigenen Plan, Bunker-Grundriss. Von seinem ganzen Bunker. Ich schwöre, das ist krass. Hier. Dann hier. Das ist so krass alles. No joke, Felix hat schon rasiert, dieses Craft-Deck. Er rasiert aber auch immer. Das ist unfair. Und das ist halt ein riesiger Bunker. Und das Coole an Felix Base, was auch keiner mitbekommen hat, er hat hier unten in seinem Hangar einfach das Endportal. Hier. Hier ist einfach das Endportal. Das ist so krass. Aber keiner weiß das. Ja, aber Felix hat auf jeden Fall sehr, sehr krass abgeräumt. Mal wieder. Dinge in Minecraft, die du nicht kennst. Als Maulveto. Oh, wo geht's raus? Aber nee, ich glaube, hier gibt's auch noch mehr Sachen, die Felix gebaut hat, aber wir haben nicht, also, ja. End abchecken. Ich habe Angst, ins End reinzugehen, damit ich da sterbe. Na, ja, da im End ist nix. Im End ist nix. Okay, warte, wir gehen kurz zu Klim jetzt. Dann haben wir Klim auch, weil Klim hat Unterwasserstadt gebaut. Weil Klim ist jetzt gerade auch auf dem Server und der kann euch uns das zeigen. Und ja. Doch, da ist was im End. Ah, stimmt. Veto hat ja das End umgebaut. Okay, wir gucken danach ins End. Guck mal, das hier ist bei der Reapers sein Haus. Haben wir das auch mit in der Rundtour? Krass. Guck mal, wenn wir gerade vorbeifliegen. Hier Debitor auch noch. Debitor, ehrlich, auch cool. Der hat hier so ein Hotel gebaut. Mit Leuchtturm, Strand und Vulkan. Das finde ich auch cool. Das finde ich auch cool. Oh, hier ist eine Redstone-Clock. Nicht schlecht. Stimmt, ich habe auch noch was im Nether gebaut. Stimmt, wir müssen noch voll viel angucken. Guck mal, und der Shopping District finde ich ist auch krass. Digga, dieser Glurak-Kopf, dass wir den nicht abreißen durften wegen Reapers. Oh, Auftragskiller-Shop. Ich schwöre, der Turm ist krass. Ich gucke jetzt, ob ich einen Auftrag habe. Oh, keiner. Keiner will einen Auftrag. Keiner will, dass ich jemanden töte. Keiner juckt sich für mich. Scheiße. Ja, und das war es auch dann wieder mit dem unlustigen Gag. So. Was ist noch sonst hier? Unser Quarz-Shop. Der sieht so... Warum hat damals, als ich das gebaut habe, keiner gesagt, dass das aussieht wie Scheiße, Digga? Warum hat es keiner gesagt? Guck mal, wie das aussieht. Das Crafted Deck war so scheiße. Ich habe so reingeschissen, dieses Crafted Deck. Es ist so schlimm. Und hier auch noch unser Glurak-Shop, wo legit 3 Karten verkauft wurden. Und das war's. Keiner kauft irgendwas. Ja. Was gibt's noch? Ja, hier generell der ganze Shopping District. Hier so grob. Ich kann jetzt nicht jeden Shop zeigen. Aber Polizei hatten wir auch noch. Stimmt, Polizei, voll vergessen.
Boah, ich kann mich an dieses Crafting kaum erinnern, Digga. Polizei hatten wir noch. Da waren schon coole Sachen dabei, ehrlich. Eigentlich war es gar nicht so schlecht. Und an sich halt Shopping District, ne? Playmobil Polizeistation. So krass, ich schwöre. Okay, nee. Ist sehr, sehr cool. Das kenne ich auch nicht. Aber wir gucken jetzt ganz kurz zu Klim. Oh, Finanzamt mit Craftec 10, das ist ja auch cool. Die Game Master Bombe! Ja, was ist denn hier los? Digga, der Boote spawnen. Boah, Heiko, seine Base ist auch krass. Da müssen wir auch später noch rein, weil da hat man 5 FPS in der Base. Das ist sau cool. Oh. Okay, wir gehen kurz zu Klim. Und dann vielleicht Blizzo, weil der ist auch gerade auf dem Server. Okay, wo ist Klim? Hier ist Klim sein U-Boot. Und irgendwo hier. Guck mal. Oh mein Gott! Seht ihr das im Wasser? Das ist Klim seine Base. Und der hat es umzäunt mit diesen Minen oder mit diesen Ankern. Ich schwöre, das ist cool. Okay, ich tauche ein in die Welt von Klim. Crazy. Ich sehe nichts. Aber zum Glück spiele ich mit Luna. Aber ich leite den, glaube ich, schon an. GG. So, wo ist Klim? Ich check nichts. Okay, ich geh kurz Discord. Der Marabu macht sein Arschloch auf und zu. Hey! Er sagt einfach das A-Wort. Weird Champ. Hallo, Klim! Hast du mich erschrocken? Hallo. Hallo, Fabo, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Bist du noch fertig? Dieses Jahr? Freut mich, bitte. Bist du noch fertig? Was frage ich eigentlich? Natürlich ich noch fertig? Ob du noch fertig wirst. Safe, oder? Ja, klar, safe, ja, klar. Scheißfrage, weil du immer Projekten fertig wirst. Ja, ja, außer vielleicht nur die Spülmaschine ausräumen oder so, dann mache ich es am nächsten Tag oder sowas. Digga, ich kann nicht mehr. ich bin bei dem U-Boot. Beim U-Boot, ich komm vorbei. Ich kann dir dann zeigen, woran ich gerade arbeite, gell? Ich glaube, dir geht's nicht gut. Warum geht's mir nicht gut? Über deiner Base in der Kiste liegt Diorite. Über meiner Base in der. Ja. Die Weihnachts. Die Halunken. Die Halunken. Digga, hier auch überall. Das sind Halunken auf dem Server, ich sag dir. Das sind Halunken. Du hast dein Weihnachtsgeschenk nicht ausgepackt. Ja, ich dachte, das ist für dieses Jahr Weihnachten. Scheiße. Ich nehm's raus. Ich brauch Essen. Fabo. Aber baust du noch hier dran oder bist du woanders? Jetzt gerade woanders. Hallo. Hallo. Hey, was baust du denn noch? Mario Party, kennst du, oder? Ah, ja, das hast du mir eh gezeigt. Ja, das ist schon viel weiter. Kannst du gleich auch mal kurz gucken. Zockt ihr das noch dieses Jahr? Heute. Ja, Jo kommt heute und wir machen daran weiter. Es fehlt nur noch eine Mechanik. Und dann können wir das mal zocken mit allen Leuten. Geil. Ja, hast du Bock? Ich will ehrlich mitmachen, ja. Du kannst auch noch so ein kleines Minigame bauen, falls dir eins einfällt oder deiner Community. Nee. Ja, doch. Was soll ich bauen? Ja, weiß ich doch nicht. Der Fabonator oder sowas. Was ist das? Du musst deine Community fragen, musst dir was ausdenken. Du musst auch ein bisschen Hirnschmalz rein investieren, Fabo. Von allein kürt das nicht. Scheiße. Okay, Fabo macht noch ein Minigame. Das ist nicht korrekt. Scheiße. Okay, Fabo. Ich mach echt eins. Geil, echt? Aber ein sau schlechtes. Aber ich mache eins. Ja, ist okay. Es kann super schlecht sein, aber lustig dann. Das ist so geil. Okay, ja. Okay, Fabo macht den Fabonator. So ähnlich. Okay, Fabo. Okay, zeig mir deine Base. Okay, das ist meine Base. Das kennst du schon? Ja, das U-Boot. Das ist U-Boot, ja. Ja. Und das hat Atlantis entdeckt, okay? Verstehe ich nicht. Und hier ist so ein bisschen der Eingang von Atlantis. Okay. Ja. Was ist die Definition von Atlantis? Es ist halt ein Ding unter Wasser, was weiß ich. Okay. Verstanden. Okay. Ja, und dann hast du hier, guck mal, so nice Pylonen, dann kannst du hier so reinschwimmen in Atlantis sozusagen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es einen Eingang hat. Jetzt weiß ich's. Ja, das hab ich gebaut. Oh, danke für 13 Monate, Restart, wie crazy, er dreht durch, die Katze dreht durch. Was willst du sonst haben, einen Zweigang? Ist ja Quatsch. Ja. Guck mal, hier ist ein Piratenschiff, das hier abgestürzt sozusagen. Das ist echt cool. Aber ne, wie kann das abstürzen? Das kann doch nur untergehen.
Ja, aber das ist abgestürzt, ja, als noch kein See hier war, weißt du? Achso, okay. Es ist davor quasi geflogen. Genau. Okay. Das ist ein Flugschiff. Scheiße. Hier ist eine Muschel. Oha, hä, ich habe noch nie eine gebaute Muschel gesehen. Oha, echt nicht? Nee. Das ist meine erste gebaute Muschel, die ist ganz nett, oder? Die ist cool, ja. Aber eigentlich müsstest du in der Mitte sein, denn du bist meine Perle. Oh mein Gott. Ah, jawohl. Ah, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach das Game. Oh Mann, da ist er wieder. Ja? Nee, alles gut, komm. Egal. Guck mal, da ist Joecraft. Wir haben ihn eben beschworen, jetzt ist er da. Joe. Guck mal, dann geht's hier weiter. Ja. Und dann hast du hier in der Mitte so ein bisschen Ausblick über Atlantis. Das ist ein Zombie, soll der hier sein? Ich glaube nicht. Ja, okay. Das ist Fred. Oh. Der sollte nicht hier sein, alles gut. Okay. Das ist hier. Ja, der Mittelteil sozusagen. Das ist die Base. Der Mittelteil von was? Von Atlantis, ich zeige ihm gerade Atlantis. Kann man da sterben? Hey, Faro, wie geht's? Hallo, mir geht's gut, wie geht's dir? Faro baut noch ein Minigame. Auch, du kannst da eher trinken. Minigame baust du? Ja, Faro baut noch eins. Ja. Holy shit, geil. Wie lange hab ich Zeit noch? Hier in die Mitte soll ein Monster kommen. Da soll so ein Monster kommen und der soll das Heart of the Sea so in der Hand halten. Boah, das ist krass. Ja, so ein Krake, weißt du. Und da, wo du gerade stehst, soll ein Opferschrein kommen. Also bleib ich hier stehen, weil ich bin Opfer. Nein, da werden Sachen geopfert. Aber wenn du willst, können wir dich opfern. Wenn du so ein King von dir ist, vielleicht. Digga. Das ist weird. Guck mal, das hört sich nicht gut. Ist dann die Hauptbase. Guck nicht in die beiden Schulker hier vorne. Ich guck so in die Schulkern. Du musst was gucken. Nicht schlafen gehen, Jo. Jetzt geh mal ganz kurz hier. Das funktioniert jetzt nur kurz. Komm mal eben mit hier. Okay. Es gibt also dann kein anderer jetzt pennen. Nein. Ich bin tot. Und jetzt leg dich ins Bett. Ne, du stirbst nicht. Es geht nicht. Es geht. Geht nicht mehr. Das hast du Let's Crafting auch gemacht. Vorletztes, aber ja. Fuck, ja. Ist geil, oder? Aber eine andere Melodie habe ich dieses Mal gemacht. Das ist cool, ja. Was ist das hier? Das ist einfach nur Rüstung. Ach so. Das ist cool. Aha. Ja, das funktioniert jedes Mal funktioniert das. Ja, warum machst du nicht 3x3 Schleim? Dann geht's ja immer. Nein, ist also literally das erste Mal, dass es nicht geklappt hat. Oh. Ja, und hier ist so ein bisschen Lager, aber noch nichts, also nichts Automatisches leider. Mach ich nächstes Jahr Crafting wieder. Also das ist einfach, du legst die Sachen selber rein? Genau. Ist automatisches Lager nicht aber ultra scheiße zu bauen? Nö, nee, geht voll fit. Brauchst nur ein bisschen Eisen. Ja, brauchst wirklich nur ein bisschen Eisen und ein bisschen Redstone für ein automatisches. Kann das so Noob wie ich? Voll. Du musst basically nur, ja, voll. Also das kriegt sogar ein Early Boy hin, glaube ich. Ja, obwohl, nee, weiß ich nicht, aber also du kriegst mit, safe hin. Kriegt man das hin mit 3 Stunden Spielzeit? Nee, vielleicht kriegt er eine Kiste. Scheiße. Nein, aber du kriegst das hundertprozentig, kriegst du automatisch Lager hin. Das Prinzip ist nämlich insane einfach. Okay. Du baust basically eine Sache bestehend aus irgendwie 6 Blöcken oder so und das musst du einfach immer wieder bauen. Verstehe ich nicht. Okay. Ich mach's dieses Crafting, ob du willst oder nicht. Also dieses würde ich nicht mehr machen, aber vielleicht nächstes. Ja, meine ich ja. Hier, da ist noch so eine kleine Pagode, da ist so eine Treppe. Was? Da kannst du hier so runtergehen. Pagode? Ja, oder wie das heißt. Ist der Fachbegriff für Wendeltreppe? Nee, Pagode ist der Fachbegriff für so ein Haus mit Säulen und Dach. Ja, aber ist doch kein. Ach, ist egal. Ja, kommt man hier runter? Hä, wo sind hier wir? Ist. Ja, hier so. Einfach nur mal da unten. Oha. Okay. Ja, und da ist das Seepferdchen von Flocke. Das habe ich ein bisschen nach hinten gemoved, in die Höhle rein hier. Warum ist hier ein Seepferdchen? Weil Flocke das gebaut hat. Einfach so. Ja, frag mal, wie Jo das nennt. Er ist gemütet. Er nennt es Delfin. Ich sehe es aber. Er kam hin, guckt sich an, dachte sich, hä, geiler Delfin. Ey, aber ja, dieses so Loch hier finde ich cool, weil als ich da vorne oben war und runtergeguckt habe, ich wusste nicht, wie tief das ist. Ist cool, ne? Das ist cool. Ja. Also generell, siehst du die Glowstones, die hier so rumfliegen? Da drüben und so? Ja. Da war vorher der Meeresboden. Was? Ja, habe ich alles ausgebuddelt. Hier war der Boden? Ja. Und du hast alles selber geterraformt? Ja. Ja. Okay, das ist krass. Das sieht man gar nicht so heftig, ne? Aber das war ultra viel Arbeit. Ja, das ist heftig. Zombie. Ja, das ist hier immer. Aber hier ist es egal, ob es Tag oder Nacht ist. Es gibt keine Phantome, ja. Es gibt kein gar nichts. Und hier, guck mal, das ist das letzte Haus. Ja.
Ich bin, mittlerweile kenne ich den schon. Ich, vor allen Dingen sind wir unter Wasser, da passiert das auch nicht. Ja, eben, das ist mir dann auch aufgefallen. Ach nein. Ach Mist. Ich wollte gerade eine Rakete zünden, ich dachte, es war Raketenzündsound, aber ich bin irgendwie nicht schneller geworden. Oh. Das wäre aber ein weirder Raketenzündsound. Hier ist noch unterirdische Höhle mit ein paar Schafen und Kühen und so. Das ist die Kuh, die ich von... Ich wusste gar nicht, dass es so groß ist. Was? Dass es jetzt so schießt? Achso, ja. Oder generell Klim, alles? Jetzt erstmal noch nicht zu Mario Party, weil du meintest, du hättest da was gemacht. Ich warte eben auf dich, okay? Ja, ich bin fertig mit der Tour. Ich könnte... Nein, ich wollte euch jetzt hier nicht aus eurer Tour rauswerfen. Nö, wir sind durch. Mach die Tour gut zu Ende. Ja, okay, wir sind fertig. So, die Tour ist fertig. Nee, wir sind ehrlich fertig. Ich muss noch zu Blizzard. Ja, der ist beim Shopping-Distrikt. Hast du die Base von Blizzard schon mal gesehen, Klim? Ja, der hat die mir letztens gezeigt. Willst du die nochmal angucken? Nö. Der hat mir vor einer Woche erst gezeigt. Also. Hättest du vielleicht Bock, bei Craft Attack 10 Kunde unseres Teleportsystems zu werden? Boah, das ist so geil. Es hat noch Fabo, nicht wirklich mal angefangen, ich muss schon wieder irgendwas unterschreiben. Das ist aber geil, Fabo, es lohnt. Was ist das? Guck mal, was ich machen kann. Hä? So? Achso, ich dachte, du bist teleportiert, aber du bist geliefert. Ja, warte. Und jetzt? Kann sein, dass es Leaven zu lange gedauert hat. Ja, nee. Jetzt weg. Also bei dem Teleportsystem können alle, die mitmachen, sich quasi... Ich bin jetzt am Spawn, Fabo. Genau, er ist jetzt am Spawn und er kann jetzt ein Portal benutzen, um zum Beispiel zum Shopping District zu kommen. Du kannst dich innerhalb von 15 Sekunden immer zum Shopping District teleportieren. Oder zur Mob Farm oder zu Klim Space. Was muss ich da machen? Dieses Jahr nicht mehr. Ich habe dieses Jahr das mit 5 Spieler gebaut. Einfach einen Vertrag über horrende Diamantensummen unterschreiben. Scheiße! Yo, Craft ist so nach Hallo. Ich muss mir den da nochmal durchlesen. Nee, aber ich guck, dass es fair ist. Also, es wird ein Teleportnetzwerk für Craft Attack 10 geben. Ja, oder vielleicht Materialien für das Teleportnetzwerk bringen oder so. Dann muss Jo nicht so viel farmen. Ja, alles gut. Soll fair sein. Wir könnten nochmal einen Hydro-Loop bauen. Ja, es geht noch schneller mit dem Teleport. Also, es ist wirklich jetzt die schnellste Variante. Ja, ganz ehrlich, wer noch einen Hydro-Loop benutzt, wenn das Teleportsystem da ist, ist eher so ein Hydro-Noob, meinst du nicht? Ich will das System noch schneller machen. Das heißt, dass du dich in 5 Sekunden am Ende wirklich zu allen Dingen teleporten kannst. Und man kann sich das aussuchen, wohin? Ja, du hast einen Portale. Hier, guck mal. Egal, kannst wo man du das ist. In Discord sehen? Kannst du das in Discord sehen? Gerade den Stream von mir? Ja. Okay, da pass auf. Kann ich das zeig dir, wie es funktioniert. So, einfach ausloggen, einloggen. Wenn du ein Reconnect machst, wirst du teleportiert. Nicht, wenn du dich einloggst. Also quasi, du musst dich halt innerhalb von 10 Sekunden ein- und ausloggen. Da sind dann hier die Portale. Und warte, hier ist Spot. Ah nee, Klim, du bist noch ausgewählt. Ja, warte, ich komm auch. So, jetzt bin ich auch da. Ja gut, hallo. Jetzt wähle ich mich aus quasi hier, dass ich quasi dieses Ich teleportiert werden möchte. Die Portale starten. Und du hast es jetzt kaputt. Weil die Portale an sind, kann man durch. Zum Shopping District. Ich check gar nichts. Wie funktioniert das? Stasis-Kammern und ein sehr intelligentes Redzone-Netzwerk, welches quasi Datensätze überträgt. Klim, willst du dich auch zum Shopping District teleportieren? Ja, ich komm. Und wo muss man dann seine Enderperle hinwerfen? Hier, du kriegst automatisch 2. Ah, und wenn man dann hier spawnt, muss man nochmal eine hinwerfen, oder? Ja, genau, es ist genau, du kriegst, pass auf, ich mach's nochmal. Das ist noch ein bisschen buggy, das System, weil es gerade ein Prototyp ist und ich jetzt keinen Bock hatte, jetzt in Craft Attack 9 jetzt so ein krasses System zu bauen. Du kriegst 2 Enderperlen. Die erste musst du hier hinbringen, das ist am Spawn. Du kannst dich immer zum Spawn hinbewegen. So, und anschließend kannst du durch eines dieser Portale gehen. Hab einen Bug gefunden. Ja. Ich bin zu Debitors Farm geportet worden. Ah. Ich habe eine Vermutung, wann es liegt. So. Es ist noch Beta, aber in Craft Attack 10 habe ich. Ich verstehe es ein bisschen. Ja, das Prinzip ist letzten Endes, dass wir ein Datenkabel haben, mit dem sich die ganzen Sachen austauschen. Das heißt quasi so ein. Also, wenn du dich außen einloggst, Katzen setzen sich hin, wenn du dich ausloggst. Und wenn du dich kurz ausloggst, checkt die Katze das. Und dann. Krass. Ey, Dragon Talk, danke für 35 Viewer-Raid. Vielen Dank. Ja, Joe hat mir gerade was erklärt. Aber ey, vielen Dank für den Raid. So. Und grundsätzlich geht das jetzt, guck mal, jetzt zum Beispiel, wo das System resettet ist, wo gerade keiner hier ist, kannst du hier reingehen. 10 Sekunden und du bist zum Shopping District gebracht. Bam. Okay, ja, ist cool. Und das ist schneller als Hub tatsächlich. Also als Nether Hub. Ja, klar, gerade wenn du so 10.000 Meter hast oder so. Ja, in Craft Attack 10 werden die Portale, by the way, auch immer aktiv sein. Hier ist es so, dass sie sich abschalten. Server-Einstellungen mäßig oder wie? Ja, wir müssen die Chunks halt laden. Ich mache das so ganz nett, dass ich die Chunks permanent lade, aber sobald ein Lag festgestellt wird, ich kann ja Lags messen, schalte ich diese Funktion wieder aus. Okay.
Das heißt, als Kunde dieser Teleportale, musst du eventuell, wenn es gerade laggt, einen Moment warten, bis das Portal freigeschaltet ist. Aber das ist okay, dafür erzeugt es keine Lags. Das stimmt, ja. Ja. Ich werde noch an weiter tüfteln, aber die Idee ist, dass wir so schnelle Portale zum Beispiel zum Shopping District machen und zur Mobfarm und zum End, aber dann auch noch quasi noch zusätzliche, etwas langsamere Portale machen, die zum Beispiel zu jeder Base einmal gehen. Das heißt, wer möchte, kann seine Base da anschließen. Boah, aber dann von wo aus? Nicht vom Nether aus, oder? Das geht nicht. Nee, immer vom Hub aus. Also quasi muss immer eine Overworld sein. Dann ist quasi, dann könnte man ja am Shopping District spawnen quasi. So einen Hub. Du kannst aber nur am World Spawn spawnen. Das hat was damit zu tun, wie die Technik funktioniert. Ah, stimmt. Da muss der Hub quasi unterm World Spawn sein oder so, oder? Ja. Ja. Die, okay. Der wird auch irgendwo unter, in der Nähe des World Spawns sein. Und von dort aus gehen dann Kabel quasi in die Richtung, wo du hingehen möchtest. Okay, das ist cool. Aber es ist halt, ist eine richtige Materialgrind. Ich habe zum Beispiel unter deiner Base ein riesengroßes Kabel entlang gelegt, so ganz, ganz weit unter deiner Base, was halt hier den Spawn mit der Debi-Farm verbindet. Ja, aber das lädt alles? Ja, dafür habe ich Chunkloader gebaut, die in dem Moment quasi, also sobald du dich ausloggst und einloggst, werden die Chunks geladen. Und das ist auch der Grund, warum es einen Moment dauert, bis die Portale aktiv sind. Weil es müssen erst quasi, diese Strecke muss einmal geladen werden. Das heißt, in dem Moment, in dem du reconnectest, lädt die Strecke. Und sobald sie geladen ist, ja, geht's dann los. Aber woran erkennt das, dass man disconnected? Das verstehe ich nicht. Kann ich dir zeigen. Siehst du meinen Stream? Ja. In Discord? Ja. Also genau, die ganze Portalgeschichte ist das hier. Das ist, muss jetzt nicht, also ja. Muss jetzt nicht 100% verstehen, wie es funktioniert. Ist halt Kommunikationstechnik. Aha. So, das ist es. Das ist der Trick. Klim. Ich glaube, ich verstehe es. Ja, wenn man sich ausloggt, gehen die Katzen auch weg, oder? Ja, aber die gehen nicht weg, die setzen sich hin und das kann diese Technik detektieren. Das heißt, du hast Redstone-Kabel hier. Also dieses Redstone ist das, was ich gerade angucke. Ja. So, sobald sich Klim gleich ausloggt. Er ist gerade soundmuted. Klim? Der ist muted. Ich bin massiv verwirrt. Du sollst dich einfach kurz ausloggen, weil ich Fabo gerade zeige, wie das funktioniert. Du kannst dich am. Ich muss gerade ein Problem lösen. Ich okay. Ja. Ist er jetzt, ist jetzt ausgegangen und wenn er sich wieder einloggt, dann geht das wieder an und die Technik hier stellt zum Beispiel fest, wie lang das Intervall dazwischen ist. Weil du willst ja nicht immer teleportiert werden. Junge, das ist so krass. So. Genau, das ist halt noch ein Bug, der ab und zu passiert, dass wenn zwei Leute sich in diesem Hub befinden, dass eine Person irrtümlich teleportiert wird. Da tüftel ich noch dran. Aber ja. Man muss doch einfach nur die Trapdoors auseinanderbauen weiter, oder? Ja, jein. Das ist halt ein anderer Bug. Guck mal, hä, wie funktionieren Instagram-Stories? Du musst nach rechts wischen. In deinem ich hab eine Story gepostet, aber die sieht niemand. Ja. Hä? Vielleicht hast du keine Follower? Nee, ich kann meine Instagram-App nicht aufmachen seit heute. Zum Beispiel. Ja, ist vielleicht liegt's da. Toll programmiert. Okay, ich poste nochmal eine neue Story. Ist ja nur ein Milliardenunternehmen. Ja. Kann das sage ich zu Microsoft auch immer so, als Milliardenunternehmen kriegen es noch nicht gebacken, ihre Software richtig zu schreiben. Der macht die Instagram-Stories einfach. Nee, aber das ist echt krass. Ich hab die Insta-Story jetzt einfach nochmal neu gepostet, wird hochgeladen. Naja. Hä, der lädt noch hoch. Verstehe, Klim. Naja, Fabo, auf jeden Fall, okay, das soll halt für Crafted Deck 10 gemacht werden am Ende. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Du musst halt diese langen Leitungen bauen, ne? Ja, das ist halt ein bisschen aber das müsste ja, wenn, relativ am Anfang sein, dass das halt direkt geht, ne? Im November, Dezember habe ich so quasi auf dem Umbruch zwischen einem und anderen Monat habe ich vor, das zu bauen. Also relativ zeitnah. Ich werde erstmal ein Portal machen und ein Hub machen. Das ist ja schon geil genug. Ich meine, du bist jetzt hier am Spawn. Du kannst einfach literally vom Spawn jetzt aus weiterfliegen. Ja. Und ich werde vielleicht ein schnelles Portal zum Shopping District machen und die ganzen Geschichten, dass ich die Leute alle selbst anschließe, das mache ich später. Das mache ich mit Spielern, die. Ich habe einfach nochmal neu gepostet. Ne? Ich weiß, ihr habt euch jetzt gefragt, wie die Story ausgegangen ist, aber ich habe es einfach nochmal gepostet. Hast du vielleicht auch privat oder enge Freundesstory? Nee, gar nicht. Im Chat haben ja ein paar Leute gesehen, dass sie die gesehen haben. Gesagt, dass sie sie gesehen haben. Was ist das da an der Wand? Eisen, Kohle und ich glaube, Instagram ist einfach. Genug wird vor gesammelt. Jetzt wird auf dem Sofa gegammelt. Aber es ist noch dunkel. Was kommt okay. da auf mich zu? Ein Krieg. Cool. Nein, Fabo, dann, ja, du machst ein Spiel für Mario Party, habe ich gehört?
Wie lange habe ich dafür Zeit noch? Du musst es morgen fertig haben. Ehrlich? Nein. Nein. Also eine Woche oder so hast du safe. Ah, komm mal hier zu Base von RGB. Hier kannst du ein Spiel ausprobieren, wenn du möchtest. Wo ist sie? Von Clubs Base bist? Weiter in den Süden. Nee, den Westen. Das ist Südwesten. Westen. Ich glaube, ich kriege richtig. Sehr, sehr große Stadt. Ah, ist da die Brücke, die Basti Zock gesprengt hat? Nein, nein, das ist woanders. Nee, dann fliegst du in die falsche Richtung. Jo, komm mal kurz gucken, die Kirche, die ich gebaut habe, okay? Hier, bei RGB. Du musst nach ich bin jetzt bei dir. Westen. Du bist jetzt da weiter in den Westen fliegen. Ist eine Myzelbiom. Also wenn du bei Basti zockt in der Base bist, GAG in der Base bist. Ich bin bei dir. Wenn du von Basti zu mir fliegst, die Strecke weiter, quasi weiter geradeaus. Okay. Wenn du diese Diese kaputte Bäume. Flieg mal in Richtung minus 64, minus 1000. Okay, bin da, glaube. Da ist eine große, große Stadt und wir sind in der Ecke dieser Stadt. Da ist eine Kirche. Ja, bin da. Jo, da ist er. Hey. Hallo. Guck mal da hinten, in der anderen Ecke. Hier gibt es ein kleines... Ich rede die ganze Zeit mit euch, weißt du? Ich sag, guck mal hier und du so, und dann kommt Farbe. Ich so, Farbe, du kannst es ja auch angucken. Und Jo, ja, guck mal hier hinten, die geht beide weg. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen? Ja, dann entmute ich doch, Brudi. Ja, das habe ich auch gemerkt. Okay, gut. Klim, wir hatten mal einen Workshop mit Kindern und irgendwann kamen die Eltern plötzlich zu und sagten, ja, unser Kind ist gerade am Heulen, weil es die ganze Zeit von der Gruppe ausgegrenzt wird. Und ich so, hä? Wir gehen in die Gruppe rein und es stellt sich fest, das Kind war die ganze Zeit gemutet und die Gruppe ignoriert das arschkalt und oh je. Musst du meine Story erzählen, Jo? Hm? Musst du unbedingt meine private Story erzählen? Entschuldigung. Da. Was mal ist gucken, das? Ob du meinen Score schlägst. Das ist ein plus 1 Todesmachmaschine. Nee, 76. Digga, komm jetzt rein. Mein Highscore ist 76. Muss ich einfach auf Start drücken und dann... Nee, du musst jetzt erstmal die Schneebälle nehmen. Wie viele? Und ja, so ein Stack reicht. Du hast pro Runde 7 Schläge. 7 Würfe. Und es öffnen sich per Zufall die Trapdoors und du musst möglichst ins Ziel treffen. Je genauer du triffst, desto mehr Punkte gibt's. Okay. So ein Skill-Based Game. Das war so schlecht. Das war kein Treffer. Was? Sonst. Das war ein Treffer. Glocke sagt, dass es ein Treffer war. Und immer schön die Glocke auf Twitch anmachen. Ey, bitte nicht. Ja, stimmt. Die Glocke, Leute, die dürft ihr nicht vergessen. Ja. Und jetzt? Werden hier die Punkte hier angezeichnet. Dein Score. Wie viel hast du? Mein Highscore war 75. Was? Nee, 76. Ich habe einen nicht getroffen. Das kann ja schon dann gar nicht sein, oder? Oh, Fabo ist gut. Fabo ist gut. Digga, ich glaube, du hast jetzt schon mehr als ich. Nein, ich habe ja einen gar nicht getroffen. Ja, wow. Du kennst meinen Score nicht. Holy shit. 61, ja, okay, schlecht, Digga. Das ist einfach so schlecht. Kann ich nochmal machen? Ja, klar. Einfach neu starten. Also quasi Knopf drücken, starten. Jetzt schon? Ja. Also Fabo spielt das zum ersten Mal, zieht uns beise einfach ab, rasiert uns. Ne, ich hab gewonnen. Eben als du nicht da warst, ne? Scheiße, war der schlecht. Da hab ich ein Joecraft-Beschwörungsritual gemacht. Hä? Ich hab ein Ritual abgehalten, dass du endlich auf den Server kommst. Du siehst die Ritualzeile noch drüben bei Mario Party, siehst du gleich. Und ich hab das Ritual gemacht, weißt du, wie auf den Server kommen? Fabo. Das war schon mal richtig. Das hast du schon mal gut gemacht. Das haben auch alle in den Chat geschrieben. The Joecraft. Oh Mann, ey. Das glaube ich war gut. Nicht schlecht, Fabo, nicht schlecht. Also, ich habe mehr als 53 nicht geschafft hier. Du brauchst aber auch eine gute Reaktionszeit dafür. Ja, Fabo, das Maximum, was möglich ist, sind, glaube ich, 15 mal 15 Punkte. 105. 7 mal 15 Punkte. 105 sind Maximum möglich. 165. Ja. Fehlt immer noch ein paar bis zu meinem Highscore. Aua, 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 mir, aua. Das hier wäre, by the way, mein Mario Party Game, ne? Also das würde ich quasi als Kann Mario ich das Party-Game nehmen? Hinzufügen. Also ich baue kein Mario Party Game. Nee, wir bauen das Mario Party Spielbrett. Hast du das schon gesehen, Fabo?
Ja, das hat mir Klim schon mal gezeigt. Auch die neue Version? Okay, ist nicht so krass viel anders. Hä? Die neue Version ist 10.000 mal krasser, aber egal. Nein, er hat schon einen Teil der neuen Version gesehen. Ach so. Und seitdem Mal haben sich halt noch einige Sachen verändert, aber nur spielrelevante Sachen, die nicht so optisch krass sind. Mhm. Ja, es wird spannend. Ich bin gespannt. Sehr sogar. Also vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch vor Craft Attack eine Runde zu machen. Das wäre cool. Ja, safe. Okay, jo, wollen wir? So, ja, also Fabo, hau rein, ne? Also, jo, ich geh jetzt dann zu Blizzard, der zeigt mir auch noch seine Base. Ja. Dann wünsche ich viel Spaß dabei, schön dich gehört zu haben. Viel Erfolg, Spaß und wir hören uns bald wieder. Jo, wir hören uns. Ciao, ciao. Hau rein, Fabo, tschö. So. Okay. Wie komme ich nach Hause? Okay, Chat, passt auf. Das hier sind alles Mario Party Spiele hier hinten. Wir gehen jetzt zu Blizzard, weil der ist auch gerade auf dem Server. Der zeigt uns seine Base. Und dann gucken wir uns die restlichen Base noch an. Guck mal, hier, das hat, glaube ich, Flocke gebaut. Kleine Turm. Die kann man so nebenbei mal noch mitnehmen, die Basen. Guck mal, bevor wir zu Blizzard gehen, machen wir auch noch schnell Stegis Base. Weil die sind ja alle relativ übersichtlich. Hier Stegis Base mit den Augen. Hier dieses Herz, was richtig abfuckt, wenn man in der Base ist. Und ansonsten, was hat Stegi noch gebaut? Hier Eisenfarm, Wollefarm, irgendwie eine automatische Holzfarm hat er auch, die alles zum Längen gebracht hat. Dripstone Farm. Aber mehr als das hier hat Stegi gar nicht, oder? Ja, das ist Stegi Space gewesen. Dann gehen wir noch kurz in Heiko Space. Dann gehen wir zu Blizzard und dann machen wir noch alle anderen. Dann gehen wir zu Trimax, zu Spark. Und ja. Guck mal, das ist Heiko Space. Ich finde Heiko Space ist wirklich krass von außen. Guck mal, wie es hier aussieht, dieser Steampunk-Style. Das hier, das ist auch krass. Aber es leckt halt hier wie Scheiße mit diesen ganzen Item-Frames. Guck mal, ich hab... Also, es ist insane am Laggen. Aber die Base ist krass. Also, das Lager ist halt krass. Ich weiß nicht, ob hier so viel Base ist. Ich glaube, die Base besteht mehr als aus Lager, oder? Aber das ist hier krass. Das ist hier... Aua. Sehr, sehr krass. Es gibt eine zweite Etage. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wie komme ich da hin? Hier? Oha! Du wolltest noch ein Nether und ein Sand. Ja, wir machen alles noch. Chillt. Wir müssen ja erstmal die ganzen Basen hier durchnehmen. Und jetzt, wo Blizzard auch da ist, gucken wir ja natürlich erst die Basen an. Von den Leuten, mit denen wir dann auch reden können und so. Wir machen wirklich alle Basen, Chat. Chillt. Ja, okay, das hier ist halt nicht fertig, ne? Aber hier sind halt so Gänge mit den ganzen Farmen und so. Das ist cool. Geht's noch weiter nach oben? Ja. Nee. Scheiße. Er hat Slime-Aufzug. Hä? Aber wo bin ich dann jetzt? Unten Knopf drücken. Okay, sag mir, wie ich da hinkomme. Aber ich finde Heiko Space krass. Slime-Aufzug. Oh, das ist, by the way, eine Slime-Tür, aber die mache ich nicht, weil die leckt. Welchen Knopf muss ich drücken? Ach, ich habe den Aufzug nicht genommen, sondern... Ach, das hier ist der Aufzug? Ja, okay. Ja, dann waren wir schon hier. Okay, alles gut. Aber ist cool. Das ist cool. Ich finde Heiko Space ist auch eine der besseren Bases dieses Jahr. Das ist auch krass. Okay, wait, wisst ihr, was wir machen? Bevor wir zu Blizzard gehen, wir machen jetzt hier nur alle Bases in dieser Richtung. Dann machen wir da hinten Basti auch gleich noch. Und Kevin ist da, glaube ich, oben noch. Okay, hier Veto und No Risk. Vetos Fake Full Netherite Beacon. Das hier fand ich ehrlich stark von Veto. Das hier. Und der Zoo ist halt krass. Der Zoo ist auch sehr, sehr geil. Das ist eines der geilsten Sachen, die es crafted gewesen. Der Zoo. Mit allen Mobs. Finde ich krass. Der Warden. Wo ist der Warden? Ich kann nicht mehr. Nee, aber das ist cool. Der Fake-Warden, Digga, das waren wieder so geile Sachen eigentlich. Nee, aber der Ding hier ist cool.
der Zoo. Vor allem, hier geht's ja dann noch hinten da zu den coolen Sachen. Ja, das eine ist, sehr, sehr cool. Boden! Ja, blauer Axolotl. Das ist cool. Da war der Warden. Ja, das ist sehr, sehr geil. Das ist auch sehr, sehr geil. So, warte, was wäre es das hier? Wisst ihr das, Chat? Das hier alles, das weiß ich nicht. Und das. Oha, was denn das? Klim? Ist das von Klim? Ach, eine Minibase. Okay. Kroko? Ah, okay. Hier war ich überhaupt gar nicht. Ist auch so ein Berg. Ist aber cool. Hier hinten, glaube ich, hat Kevin gebaut, oder? Also Papa Plattensau. Irgendwo hier. Das ist Basti. Hat hier nicht Kevin gebaut? Oh nee, oh mein Gott, Karl hat hier gebaut. Nebelnik. Oh mein Gott, stimmt, das hat ja Karl hier gebaut. Digga, no joke. Guckt euch das hier an. Das finde ich ist so krass. Aber Karl hat es nicht fertig gebaut, weil dann keiner mehr Craftwerk gespielt hat und dann war Karl ja auch nicht mehr da und so. Aber das ist ehrlich krass. Auch, ich finde das hier, diese Moosberge hier hoch und so, sieht auch heftig aus. Leider wurde es nie fertig, aber das ist wirklich heftig. Ich habe Karl so viel Quarz gegeben, Digga, ich kann nicht mehr. Das ist auch sehr, sehr geil, aber ist nicht fertig geworden. Die habe ich gemacht, crazy. Stimmt, das hast echt du gemacht, Hugo. Und das hier hat Kevin gebaut, Papa Plattensepp. Ja, eine Mauer. Mit ein paar Türen. Auch fertig, okay. Ja, ist nicht fertig geworden. Das hier hat Tim Jacken gebaut. Einfach nur den Ozean verschissen. Und das ist Basti Space. Hier, dieses Schloss. Aber ist das fertig? Auch nicht, oder? Ich weiß nur, dass Basti zockt, sich ein Apartment gekauft hat. Mehr weiß ich nicht. Aber das hat Basti gebaut. Aber stimmt, hier gibt es keinen Eingang, ne? Hier gibt es keine Tür oder so. Wie kommt man hier rein? Verstehe ich nicht. Durch die Wand. Ja. Oha, hä? Ist die Treppe hier gewollt? Ja, es ist halt auch nicht fertig, ne? Gefühlt ist dieses Jahr keine, oh mein Gott. Keine, Base fertig geworden. Hä, was denn das? Das soll ich ja alles nicht mehr mitbekommen. Das habe ich ja wirklich alles nicht mehr mitbekommen. Vorne? Hier? Nö. Hier gibt es keinen richtigen Eingang. Du hast nur einen Turm und ein halbfertiges Loch? Nee, ich habe viel mehr. Ja, dieses Crafting war ein bisschen wack. Von allen aber. Also, es sieht schon cool aus. Ah, hier geht's rein. Nee, das ist Basti Zocks Wohnung. Aber es sieht schon cool aus. Spark hat dieses Jahr, finde ich, mein die beste Base gebaut. Und YouTube, hoffe, du hättest einen guten Tag. Kannst du meinen Hund grüßen? Ja, aber es ist cool. Das ist cool und auch ein bisschen was Eigenes. Warum ist der Ton so leise? Achso, Digga, ich dachte gerade, was ist der Unterschied? Aber hier diese Dinger, ne? Ja, okay. Aber das ist auch sehr, sehr krass. Okay, dann haben wir die Ecke hier durch. Wo waren wir jetzt noch nicht? Bist du der Lieblingsstreamer, YouTuber? Hoffe, du hast einen guten Tag und kannst meine Hand, meinen Hund grüßen. Ich grüße deinen Hund, Kilua. Und freut mich zu hören. Kurz, vielen Dank. Ey, by the way, Max wieder für 19 Monate Resub noch, ne? Habe ich gar nicht vorgelesen. Vielen Dank. Manometer, sagt der Peter. Kurs wieder für den Resub. Stegi, waren wir doch gerade vorn. Da waren wir doch schon. Digga, ihr müsst auch. Wir waren doch da schon. Guck mal, das ist hier Kev. Kevs Baum und Casino. Fand ich auch sehr, sehr geil dieses Jahr. Ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Namen reinschreiben. Wir waren doch schon überall, was ihr gerade schreibt. Chillt doch. Okay, pass auf, wir nehmen jetzt dieses Casino auseinander, okay? Jackpot Game. Oh ja, 28 Monate Resub. Kuss. Twitch
Twitch, bitte bannt mich nicht. Ich mache hier zwar gerade Gambling, aber es ist noch erlaubt. Fick dich! Ich gewinne jetzt. Minus 15 Dias, Digga. Ich habe so viele Dias für nix. Schwanz, scheiß Casino, nie wieder. Nie wieder. Ja, Casino ist scheiße. Das hier haben wir noch. Das verstehe ich bis heute nicht, was das ist. Aber das ist da einfach. Shopping District waren wir schon. Wichtiger können wir nichts angucken, der hat nichts. Hugo können wir nicht angucken, der hat nichts. Veto waren wir schon, Norisk waren wir schon. Wir waren überall. Stegi, Cast. Basti waren wir. Trimax gucken wir gleich noch an. Aber ich will jetzt erst Blizzard angucken, weil Blizzard ist noch da. Das ist Blizzard Space. Revi und die Ecke müssen wir noch angucken. Ja, Hugo, du hast nichts, Digga. Dein scheiß Österreich. Fick ich dir, dieses Österreich. Ich finde ehrlich, Blizzards Burg ist krass. Aber da fehlen irgendwie noch Fenster. Aber ich glaube, das macht er gerade noch, oder? Sebo, ja, die ganze Ecke müssen wir noch abklappern. Rumatra und so. Und Nether und End gucken wir noch an. Das gucken wir auch noch an. Aber jetzt erstmal Blizzard. Oha, ey, aber das ist krass. Das ist heftig. Hey, ich schwöre, das sieht von innen gar nicht so schlecht aus. Ich dachte, das ist leer. Voll krass, aber wo ist Blizzard? Blizzard ist nicht da. Ja, aber das ist krass. Gegen Ende habe ich durchgezogen mit Hotel und Turm. Du hast einen Turm... Oh, ja, Digga, du hast bei Revi irgendwie in seinem Haus gecampt. Aber das ist cool. Blizzard Space ist auch geil. Okay, wait, dann gehen wir jetzt in diese Ecke. Bevor wir aber da hingehen, nehmen wir... Ich glaube, wir haben, wie ich nicht, jede Base bis jetzt angeguckt. Und wir werden wahrscheinlich in dem... Wir werden auch jetzt heute nicht jede Base angucken. Weil ich einfach voll viele vergessen werde. Guck mal, ich hätte fast Joe's Base hier vergessen. Das hat ja Joe und... Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Bin ich dumm? Ach Digga, ich hab den im Impf. Ich voll goofy. Wir müssen kurz unsere Elytra reparieren. Junge, einfach oldschool traveling. Ne, wir gehen nicht ins End für Level, wir gehen zu Debitor. Habe ich nicht noch eine zweite Lytra? Ja, ich weiß, dass Joe und Klim bei Mario Party sind, das habe ich aber schon angeguckt. Also schon offstream irgendwann mal bei Klim oder so. Ey, was wir jetzt kurz angucken. Ne, wir brauchen Elytra dafür. Wir gehen kurz reparieren. In der lila Schalke hast du noch Elytra. Safe. Oh mein Gott, das Größte haben wir noch gar nicht angeguckt. Das Dick da, das haben wir ja fertig gebaut. Hier ist doch keine Elytra. Oh. Doch. Okay, alles gut. Weißt du noch mal, Party? Wir bauen noch ein Minigame, ja. Ich wurde überredet gerade. Ja, sorry, ich war da vorne eigentlich schon in der Box, hab's nicht gesehen. Okay, das hier ist Joe und Base und so. Aber ich weiß, die haben hier richtig viel mit Redstone gebaut. Aber ich kenne mich in der Base hier leider nicht so aus. Und Joe ist gerade bei Mario Party. Und ist auch eigentlich, ich glaube, das ist auch nicht so krank. Also schon, aber ne. Aber die haben hier viel, guck mal hier so Axolotl und so. Die haben hier viel, das ist eine, guck mal, Tür zu, Tür auf. Das ist eine Full Redstone Base, glaube ich. Und hier automatische Lager. Das ist krass. Aber wir können uns jetzt auch nicht jede Base komplett jeden einzelnen Block angucken, wisst ihr?
Bevor wir jetzt aber weitermachen, fliegen wir kurz zu Hugo. Das hat wichtiger gebaut. Skywars Inseln, das ist das Einzige, was stehen geblieben ist von wichtiger. Das hier wurde gesprengt und das hier oben wurde gesprengt. Wichtiger hat gar nichts dieses Crafted gebaut. Das hier hat Hugo gebaut. Digga, Hugo, das ist halt... Du willst mir sagen, dass du irgendwas hier gebaut hast? Guck dir die Scheiße an. Hier ist nichts. Ja, das hier. Das war aber nur Probe und das ist auch Schwanz. Digga. Hugo, bitte mach mal nächstes Crafting was. So wie es hier aussieht. Ja, und hier Creeper Farm, wo ich die ganze Zeit geklaut habe. Und Hugo wusste nicht, wer geklaut hat. Jetzt kann ich sagen, jetzt Crafting ist eh vorbei. Oh, okay, jetzt kommen wir zu den Bangern. Jetzt kommen wir wirklich zu den Bangern. G-Time. Sein Dorf. Anderswild mit dem Drachen. Sehr, sehr krass. Finde ich. Sehr, sehr heftige Base. Wenn man hier so durchgeht. Boah, habe ich nicht einen krassen Shader? Ich habe mir letztens einen gestörten Runde geladen. Brauchst du 10 FPS? Nee. Mein PC ist krass. Mein PC ist überlaut ab und zu und alles scheppert und... Oh, okay, es hat funktioniert, alles easy. Digga, ich habe ja ehrlich wenig FPS. Aber egal, guckt's euch an. Guckt's euch an, Digga. Seht ihr diese Reflektionen? Oh, nee, ne? Okay. Hier. Ich schwöre, die Base hier ist krass. Ich finde es hier schon cool. Ich finde, das sieht hier schon sehr, sehr nice von G-Time. Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Okay, dann. G-Time hat auf jeden Fall rasiert auch dieses Craft-Tag. Geh nach unten. Stimmt, da kann man ja noch nach unten. Bei Rotpilz waren wir schon. Ja, Felix hat auch sehr, sehr krass dieses Craft-Tag gebaut. Wie kommt man nach unten? Hier geht's nach oben. Wie kommt man nach unten? Oh. Ja, hier ist auch nochmal Lager. Ja, G-Time hat krass gebaut dieses Jahr. Ja, wir können jetzt auch nicht jede Base wie ich, uns komplett reinziehen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Digga, wenn wir jeden einzelnen Block, der dieses Crafted gebaut worden ist, angucken, das wird nichts. Wolltest du nicht zu Blizzard? Ja, wir waren gerade bei Blizzard, bei seiner Base. Und haben uns die angeguckt. Okay, dann... Dein Vater ist dein Sohn, heißt Maulkiff, Alter. Digga, was laberst du überhaupt? Okay, das hier hat Drevi gebaut. Boah, das sieht jetzt heftig aus. Guck mal das an. Mit der Musik? Mit der Musik passt überhaupt nicht. Aber ich schwöre, ist krass. Wartet. Puh, ist das noch Minecraft? Wer weiß? Ich schwöre, das sieht krass aus. Links Karawas, rechts Revi. Ist schon heftig. Ich schwöre, das ist heftig. Digga, was ist das eigentlich für eine... das Ding da! Warum hat das einen Schnauzer? Warum hat der einen Schnauzer? Scheiße. Nee, aber das ist auch heftig, finde ich. Die beiden Sachen hier. Das Dick da ist krass. Trimax hat bis hierhin fertig gebaut. Rest habe ich gemacht. Oder bis hier. Rest habe ich gemacht. Revi Space. Auch krass. Also halt Berg und so. Bei Revi wird nur gesprengt und so.
Und Karawas ist auch krass, aber ist halt auch nicht fertig von innen und so. Aber von außen sieht das hier sehr, sehr heftig aus. Wirklich. Ist sehr, 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 sehr krass. Das hier. Das finde ich heftig. Ey, by the way, Luisa, danke für den 38-Monat-Resub. Vielen, vielen Dank. Revis Base hat Kroko fertig gebaut. Ja, Revi war ja dann auch irgendwie weg. I don't know. Aber hier Dick da von Trimax. Dann haben wir hier Rumatra mit seiner Creeper Farm. Und ich glaube, Rumatra hat auch noch hier oben auf dem Berg gebaut, so ein bisschen. Das hier. Das hier ist Rumatras Base. Stabil. Und das hier, glaube ich, keine Ahnung. Ja, die Tour hier wird wahrscheinlich auf den Zweitkanal kommen. Hier diese Dripstone Farm, das war ja heftig dieses Jahr. Das ist so das Größte gewesen, was sie gebaut haben. Hier unten, das hat Mo gebaut. Actually underrated, das hier. Das sieht wirklich alles auch sehr, sehr cool aus. Wenn ihr mich fragt. Ich finde, das ist sehr, sehr cool. Dann haben wir noch, nicht zu vergessen, Chef Strobels Baumfarm, die der jedes Jahr baut. Und Chef Strobel, seine Base. Chef Strobels Base. Krank, oder? Ja, die Dripstone Farm hat auch Spark gebaut. Hier Podcast-Ding noch. Und ansonsten, glaube ich, war es das hier auch aus der Ecke. Guck bei Zinus vorbei. Stimmt, wo ist Zinus? Und hier ist noch Sebo. Fast vergessen. Hier. Hier geht es noch zu Sebo. Das hat auch ein Upgrade bekommen. Oh ne, wait. Hier geht's zu Sebo. Ne, hä? Kommt man hier nicht irgendwo runter? Wie kommt man hier runter? Ja, das Glurak haben wir schon, also wir waren nicht da, aber wir haben es halt angeguckt. Hier? Muss im Minecart runter. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Grab runter. Ja, jetzt gucken wir gleich Sparks Planet an, weil das finde ich eins der krassesten Sachen dieses Jahr gewesen. Hier, das hat Sebo gebaut. Ist, guck mal, das war Sebos erstes Mal Minecraft, glaube ich, Craft Attack hier. Und dafür hat er sich ehrlich gut geschlagen. Ist zwar jetzt keine, ne? Aber ich finde, das ist schon krass. Wir machen mal den Shader raus. Mir leckt das ein bisschen zu sehr. Ja, Shopping District waren wir schon. Digga, ohne Shader sieht es direkt scheiße aus. Ne, aber das Sebo Space. Auch nicht schlecht dafür, dass Sebo das erste Mal gespielt hat, so. Wo geht's raus? Boah, hier gab's ein Loch, glaube. Let's go. Okay, ja, das war Sebo Space. Und dann, bevor wir zu Zinus gehen, würde ich einfach, weil es hier ist Sparks Planet, dafür müssen wir aber den Shader nochmal anmachen. Das bringt alles nichts. Wir müssen kurz nochmal den Shader anmachen. Ja, der Shopping District war Chaos, das weiß ich. Also es wurde letztendlich am Ende wurde relativ viel neu gebaut. Digga, guckt euch bitte Sparks Planet an. Das ist so heftig. Vor allem, der ist ja auch so riesig. Und alles so seitlich gebaut. Und alleine diese Kugel zu bauen, ist schon übernervig. Das weiß ich vom Dick da. Und das ist halt krass. Vor allem, dass halt überall an jeder Seite irgendwas dran ist. Und auch so viele Details und so. Das ist schon echt heftig. Das ist sehr, sehr krass. Die Fahne ist von Veto, echt? Ja, ich finde, sieht schon sehr, sehr krass aus. Ab wann bist du täglich online? Ja, aktuell täglich nicht so. Aber ihr könnt einfach dem Stream folgen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Aber ich bin meistens so abends live. Aber ich will eigentlich gerne so nachmittags schon streamen. So 15, 16 Uhr. Aber das haut mir irgendwie nicht hin. Aber ja. Und guck mal, wenn man hier reingeht,
bist du hier im Lager und so. Das ist sehr, sehr krass. Ich finde, Sparks Planet ist wirklich dieses Jahr auf jeden Fall mit Felix, mit Rotpilz und mit, keine Ahnung, wem gerade noch, auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Die Idee ist halt cool so. Ja, das ist krass. Sparks Planet, sehr, sehr heftig. Und auch fertig. Was auch nicht viele haben, ne? Dieses Jahr. Aber er ist fertig. Das ist schon heftig. Das ist heftig. Kev fehlt auch noch. Wir waren bei Kevs Casino. Okay, Chap, wen haben wir vergessen? Wir waren bei Zinus noch nicht, aber ich weiß nicht, wo der gerade ist. Nether End gucken wir gleich noch an. Ansonsten Zinus. Cast waren wir schon, Basti waren wir schon, Stegi waren wir schon, Kev waren wir schon, Hugo, wichtiger Veto bei mir. Klim, Debitor waren wir, Rotpilz waren wir, RGB waren wir. Mainz haben wir schon geguckt. Joe waren wir. Ja, Zinus müssen wir, aber ich weiß nicht, wo Zinus ist. Wenn ihr mir das erklärt, fliege ich dahin. Kroko Tower, der am Spawn. Remi waren wir, Trimix waren wir, Rumatra waren wir, Chef Strobel waren wir. Basti zockt World Border Base, da werde ich jetzt nicht hinfliegen. Kroko Iosa, ja. Veni. Hat Veni dieses Jahr gespielt? Nee, ne? Alle Stockwerke, ja, das, da waren wir schon. Okay, wartet, ich habe eine Idee. Lass nochmal finally. Es kann sein. Veni Base unter Wasser. Ach, was labert die für eine Scheiße? Veni hat noch nicht gespielt. Wir gehen Shopping District und von da aus. Oh mein Gott, doch. Ach, keine Ahnung, was Veni gebaut hat, Junge. Wir gehen kurz in Nether Hub und vielleicht finden wir da nochmal ein paar Wegweiser, wo wir vielleicht noch nicht waren. Okay, Nether. Ist das hier. Und jetzt können wir nochmal gucken, wo wir überall waren. Mein hässlicher Tower ist sogar im Nether. Scheiße. Ja, okay, guck mal. Hier waren wir bei mir. Bei hier waren wir auch schon. Ne, hier wollten wir hin, aber das ist ja diese XP-Farm von Debitor. Felix, seine Base. Sehr, sehr krass. Auch das Nether-Portal. Hier ist Kunga und so gewesen. Das hat Veto gebaut. Das habe ich gebaut. Alles abgefackelt, by the way, und übernommen und zerstört. Cool. Das habe ich hier aber gebaut. Ansonsten. Wo waren wir noch nicht? Debitor waren wir. Ist das Malte? Hat der gezockt? Wo geht's hier hin? Ich wusste gar nicht, dass er mitgespielt hat. Ja, das ist Malte. Alternativ seine Base. Ein Haus. Wir gehen weiter. Ja, am Anfang haben wie ich sehr, sehr wenige Leute gespielt. Early Boy hat kaum gespielt. Malte hat kaum gespielt. Es gab viele, die einfach nicht gezockt haben. Sebo waren wir. Trimix waren wir. G-Time waren wir. Hugo waren wir. Caravas waren wir. Basti zockt. Flocke waren wir auch. Basti zockt waren wir actually nicht. Ja, jetzt sowas wie Guardian Farm und so müssen wir jetzt nicht angucken. Hier sind wir bei Basti Zock Space. Stabil. Und wieder rein. Wait, das war gar nicht Flock. Das ist Flocke. Wer ist das? Syndica. Oh mein Gott. Da, wo ich den Nether reingeballert, den Wither reingeballert habe. Erste Folge. Hier war das. Wisst ihr das noch? Hier habe ich den Wither gespawnt, weil ich dachte, es ist Revi seine Base. Scheiße. Verdammte Scheiße. Und dann hat Syndica noch das gebaut und dann nie wieder. GG. Hab das Video von der Woche nochmal angesehen. Ey, ich schwöre, so alte Crafting-Videos mal nochmal angucken, ist echt geil.
Blizzard gibt mir doch nochmal. Ich war zwar schon bei Blizzard, aber vielleicht zeigt ihr mir nochmal was Eigenes. Weil wir waren ja nur, sind ja nur kurz rumgeflogen. Okay, hier waren wir, Kev waren wir im Casino, Hugo hat nix, Hexe, weiß nicht, was das ist. Stegi waren wir, Veto da hinten waren wir, Flockes Portal ist einfach kaputt und geht da hinten weiter. Da gucken wir, den Hexenturm, da sind wir vorhin nur vorbeigeflogen. Hier, da waren wir vorhin kurz vorbeigeflogen. Das ist auch cool. Und dann würde ich, wo ist aber Zinus? Wo ist Zinus, Chat? Kommt das auf YouTube? Ich werde es auf meinem Zweitkanal hochladen. Also auf den Fabo-Mabo-Kanal. Chat, wo ist Zinus? Westlich von Flocke? Ja, echt? Okay, wir gucken. Da muss Zinus ja jetzt hier kommen. Ich hab den Drop geskippt. Heiko waren wir schon, ja. Auf einem Berg? Bisschen nördlicher. Norden ist hier. Das ist Zinus. Ah, da, wir haben ja schon mal eine Rundtour, glaube ich, gemacht. Und da waren wir hier auch. Aber es ist nicht vorangegangen. Seitdem, glaube ich, hat Zinus nicht mehr gespielt. Aber ich schwöre, dieses Haus hier sieht sick aus. Aber es ist halt nicht fertig geworden, leider. Von außen vielleicht. Aber ja, sieht krass aus. Zinus ist generell immer geisteskrank. Aber auch nicht ganz fertig geworden. Okay. Ey, das hier ist, by the way, ein Unterwassertempel, den ich die ganze Zeit von Stegi kaufen wollte. Ich hätte ihm actually 50 Subs gegeben. Er wollte es nicht und hat bis heute nichts hingebaut. Danke dafür, Stegi. Kuss, Digga. Doch, im U-Boot waren wir schon. Also, wir waren beim U-Boot, Klim hat uns sein Base gezeigt. Hier waren wir auch schon, hier waren wir, waren überall jetzt. Und es kann zwar sein, dass ich die ein oder andere Base vergessen habe, aber was, wir können, weiß ich nicht. Das ist so viel, was hier gebaut wird. Okay, wir lassen uns jetzt nochmal kurz vom Blizzard die Base zeigen und dann gucken wir uns nochmal finally das End an. Okay? Der Zoo waren wir auch schon. Demeters Hotel haben wir auch schon angeguckt. Spark waren wir schon. Wir waren überall, Chat, wirklich. Neues Unterwassertempel. Ah, oh, true. Ja, aber ist so weit weg. Okay, ist Blizzard hier? Modcheck. Vielleicht hat Blizzard ja noch mehr als nur das. Nur. Weil wir haben ja nur das von innen jetzt gesehen. Vielleicht ist ja mehr dahinter. Bin gleich da. Wir machen den Greedy. Wir warten. Mach mal IRL, no joke. Ich würde, wenn ich IRL den Greedy versuchen würde, mich einfach, ich würde straight up mir selber ein Bein legen und auf die Fresse fliegen. Ach so, ehrlich. Straight up. Oh, Blizzard ist da. Hallo. Oh, perfekt. Hi. Moin. Dann, wie weit bist du schon gekommen? Welche Häuser hast du gesehen? Ich glaube, ich habe wirklich alles jetzt so mehr oder weniger so halb, so ein bisschen überflogen und angeguckt. Und bei dir war ich auch schon, aber ich wusste nicht, ob es noch irgendwo nach unten geht oder so. Oh, nee, dann wirst du wahrscheinlich schon alles gesehen haben. Oh. Ja, ich bin nur kurz durchgeflogen. Also alles, okay. Alles, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ja, es ist ja auch eigentlich sehr groß gebaut, von daher. Ja, eben, also. Ja. Ja. Aber ich fand's krass, als ich reingeflogen bin. Ja. Ich dachte, das ist voll leer. Aber ist ja gar nicht.
Es ist ja mittlerweile schon viel passiert innen. Ja klar, ich wollte, wenn ich schon das erste Mal in Craft Attack dabei bin, das ist ja immer noch die erste Staffel für mich, dann wollte ich halt auch was Krasses liefern. Und ja, das hier ist krass. Ja, wäre jetzt schade, wenn ich es halb abgeschlossen hätte. Zum Beispiel bei Karabas, der hat ja auch so riesigen Turm gebaut, aber da ist nichts drin. Ja. Ja, das ist natürlich schade, aber es kostet auch sehr viel Zeit. Also alleine die Decke hier jetzt über uns, die eigentlich nur eine halbe Decke ist, die hat mich schon locker 10 Stunden gekostet. Das ist alles so aufwendig gewesen. Ja, ja. Das sieht auch, das ist ja auch jede einzelne, hier diese Blockstruktur. Hier ist dieser Clean Stone und genau. Hier dieser Brick. Aua. Und daneben dieser Brick und so. Ja. Ja, ich habe sogar mit Slabs gearbeitet dort, damit ich noch mehr Details reinbekomme, was halt voll doof ist. Darauf achtet halt keiner, aber das ist halt, wenn man es weiß, ist halt krass. Ja. Ja, genau, also das ist so meine Gestaltung hier. Hab mir auch gedacht, als kleinen Kontrast hier so Eisfüchse reinzubringen. Hast du schon laufen sehen? Die habe ich gesehen, ja, gesehen, ja. Die sind erst seit letzter Woche, glaube ich, da. Ich finde es gut, dass du den Netherrack endlich weggemacht hast, rundum. Der war so hässlich immer. Ich habe den so lange stehen gehabt, weil ich mir immer dachte, was ist, wenn sich jemand hier hinbaut, wo ich noch bauen will? Weil zum Anfang wusste ich ja, ich will groß bauen. Und ich wusste, es könnte sein, dass jemand neben mir baut. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass keiner daneben mir ist. Man muss immer richtig viel abstecken, einfach auch übertrieben abstecken, damit einfach keiner nervt. Genau. Wobei es bei mir gar nicht so übertrieben war im Nachhinein. Ja, hier ist ja gar keiner in der Umgebung, oder? Nur der Shopping District. Ja. In die Richtung ist ja legit kein einziger. Genau, da hinten wäre theoretisch noch irgendwo Kef, aber das ist auch. Ja, das ist ja dann schon wieder auch ein anderer Berg ganz weit links. Genau, also ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass hier keiner in der Nähe war. Ja, aber das ist auch cool, weil dann hast du deine Ruhe und kannst einfach bauen und machen und lassen, was du willst. Oh, hier ist diese Plattform, ne? Wo man das perfekt sieht. Ja, ich glaube schon. Aber ja, es ist halt ein bisschen schade, weil ich mir so denke, es gibt viele Leute, die werden nicht mal von meiner Base jetzt mitbekommen haben, weil es halt voll weg ist von den anderen. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich ist sie ja direkt neben dem Shopping-District, aber... Ja. Aber meine Shops waren auch nicht so anziehend, deswegen geht da keiner in die Richtung. Naja, aber ist ja okay. Ja, ist schon sehr, sehr krass. Also, das ist halt so riesig und so viele Details und so. Ja, aber das dann kann krass. Ich dir ja echt nicht viel hier zeigen. Schade. Ja, das ist nicht, ja eigentlich Schmitten viel, ist. Weil das ist ja groß. Ja, klar. Also, mein Wunsch war es halt, ebenwürdig zu Spark zu sein, weil Spark ja in jeder Staffel immer das Krasseste macht. Und da wollte ich ungefähr hin. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Das ist auf jeden Fall groß, ja, und es kommt hin. Hast du schon eine Idee für nächstes Craft Tag? Ja, ich habe dir doch schon erzählt, was ich da vorhab. Nee, ich meine, also wegen Building. Meiner Base? Ja, genau. Also was weiß ich. Leider nicht. Da leider noch nicht. Ich bin auch noch am Grübeln. Ich habe so einen groben Plan, aber ja. Okay, magst schon offen erzählen oder ist noch geheim? Nee, das weiß man noch nicht. Okay. Das ist geheim. Könntest du es schreiben oder würdest du dich das auch nicht trauen? Nee. Weil ich weiß nicht, also es ist so ganz, ganz fern die Idee. Ein Klurak? Wusste ich gar nicht. Nee. Ein 3D-Klurak. Scheiße! Boah, das wäre so scheiße, wenn ich das bauen würde. Einfach so Schematica, so einen Klurak nachbauen. Wäre es unangenehm, wenn ich es so getroffen hätte und du dir so denkst, dann müssen wir mir was anderes überlegen jetzt. Ja. Nein. Also ich bin sehr gespannt darauf und also ich persönlich habe ja vor, zwei Projekte zu starten. Einmal, weißt du ja, das kleine, schöne Projekt, das vielleicht den ganzen Server aufwirbeln wird. Ja, so genau weiß ich das auch nicht mehr, aber ich weiß schon, was du meinst. Dass, eigentlich ist ja ganz einfach gesagt, das, was du vorhattest, ja, nur in noch krasser. Ja, genau. Ja gut, dann weiß ich. Und hast du von dem Resource Pack mitbekommen, an dem da gebastelt wird? Was? An dem Resource Pack, das dafür gemacht wird? Nein, wo hätte ich das mitbekommen sollen? Ich kann dir mal ganz kurz einen Instagram-Account schicken. Hä? Was kommt denn jetzt? Jetzt pass mal auf. Hä? Jetzt pass mal auf. Ich habe vor, ich glaube, 4 Monaten habe ich herausgefunden, es gibt eine ganz geile Möglichkeit, um. Moment, ich suche dich mal kurz privat hier. Es gibt eine ganz geile Möglichkeit, um letztendlich
Resource-Packs aufzubauen, bei denen du den Namen änderst und dann eben die Texturen anpasst. Das heißt, du benennst deine Rüstung zum Beispiel in Fabo-Chestplate oder so um. Okay. Und dann ändert sich daraufhin das Design. Und das Resource-Pack, wenn du jetzt reinschaust, ist schon für einige gebastelt worden. Und die Leute laufen damit auch jetzt schon rum. Aber für Craft Attack? Das Projekt ist von mir gestartet worden. Ich habe da ein Team mittlerweile aus 5 Leuten. Und das ist eigentlich vor allem nur für Craft Attack gemacht. Darf man das zeigen? Klar, ist öffentlich. Aber da weiß man doch schon, was es wird. Ja, natürlich, aber die ganzen Aussehen sind noch nicht öffentlich und ich mache ein extra Set für uns. Das halt extra für das Roleplay, das wir dann machen. Nee, wait, für was ist das, was du mir geschickt hast jetzt? Das ist für dein Projekt, oder? Das ist fürs Craft Attack Projekt. Also, das heißt, das wird jeder in Craft Attack tragen dürfen, natürlich. Und hoffentlich trägt es auch jeder. Und da werden wir noch extra Texturen reinschleusen für unsere Aktion, die wir da machen. Das heißt, jeder wird dann, also ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel wird dann jeder das hier sehen. Also gerade dann zum Beispiel Moment. So. Dass die dann halt wirklich dass es halt alles ein bisschen mehr Detail hat und ein bisschen mehr Schema ins Spiel reinbringt. Also wenn du Lust hast, kannst du es dir auch schon mal ziehen. Für dich ist das Set nämlich gerade auch schon fertig geworden. Hä? Also die letzten Tage. Aber das weißt du nicht, ob ich dich spoilern soll. Was? Ich check das noch nicht ganz, diese Texturen. Heißt, du weißt ja, wie Resource Packs funktionieren. Ja. Und wenn du so ein Resource Pack drin hast, dann weißt du ja, du siehst dann deine ganzen Sachen. Aber wenn du zum Beispiel sowas wie Optifine drin hast, oder du nutzt jetzt nicht mehr den Badline, glaube ich. Nee. Aber ist ja nicht mehr der Fall. Aber es gibt auf jeden Fall dafür letztendlich Mods. Und wenn du die drin hast, dann kannst du automatisch auch bei einer Umbenennung neue Items sehen. Die sehen dann einfach anders aus und die geben dem Spiel einfach noch mal ein bisschen mehr Grafik dazu. Wait, durfte ich das jetzt zeigen oder nicht? Ja, das du. Hä, mein Chat schreibt nicht liegen. Nein, du liegst nichts mit dem Instagram. Okay. Das ist kein Leak, das ist ein öffentlicher Account. So, gibt auch einen Twitter-Account dazu. Also kannst du gerne zeigen. und ja, so bekommt jeder so sein eigenes Set. Also was ich vielleicht... Aber das ist ja quasi dann einfach nur Schwert und Bogen, was man dann umbenennt im Texture Pack, oder? Nein, ja, alles, worauf wir Lust haben. Weil da ist ja so ein Magierstab, da kann man jetzt nicht so, ne? So Sachen, so Blubberstrahlen schießen zum Beispiel. Nein, so krass geht's nicht natürlich. Das ist halt nur die Textur. Aber das ist ja auch nur für dieses Roleplay-Ding, dieses Pack, ne? Also eigentlich ist die Hoffnung, dass es die ganze Zeit über den Craft Attack getragen wird oder drin ist. Weil du dann halt jederzeit zum Beispiel sagen kannst, du hast eine Rüstung fürs Roleplay und eine Rüstung für dich selbst. Ja, und so hast du halt deine eigene Rüstung quasi. Genau. Oder? Ja, genau, okay, ja, verstehe. Also zum Beispiel. Ich kann dir vielleicht schon mal eine Sache spoilern, und zwar wie das Totem aussehen wird, das du dann haben darfst. Weil wir haben auch das Totem dann extra umgestellt. Moment. Ja, da müssen halt viele mitmachen bei diesem, Dass es halt drin haben, ja. Ja, und bei diesem Roleplay-Strang, den wir dann mit dem, was wir nicht sagen dürfen, halt, ne? Ja. Ja. Aber die meisten Leute werden sich sowieso installieren. Also, Joe hat schon drin... Ist das nur bei mir das Totem oder bei allen? Das sehen dann alle. Alle, die das Pack drin haben. Ja, ist doch geil, oder nicht? Ja, schon. Ja, genau. Und das war so der Gedanke. Wenn du irgendeinen Verbesserungsbedarf hast, darfst du den auch gerne nennen. Warum ist mein Design noch nicht hochgeladen? Weil wir ein bisschen vorproduziert haben, damit man halt jeden Tag einen Post machen kann. Achso, wird da jetzt daily gepostet? Genau, daily gepostet. Klar, manchmal fällt es auch aus, weil ich vielleicht vergessen habe, was zu posten. Aber prinzipiell soll daily gepostet werden. Und ich denke, deins Chat, hier ist der Link, da könnt ihr auch, keine Ahnung, folgen oder so, dann seht ihr da die neuen Dinge. Das ist cool. Deswegen kannst du dich echt drauf freuen, was da alles so entsteht. Und ich kann schon so viel sagen, Joe wird es auf jeden Fall nutzen, Iose wird es auf jeden Fall nutzen. Dann haben wir Flocke, die es definitiv nutzt. Wir haben Klim schon, RGB haben wir schon, mich haben wir. Bei Basti habe ich gerade noch geschrieben, der will das auf jeden Fall auch nutzen. Und viele, da habe ich halt noch keine Rückmeldung. Aber bei denen weiß ich halt schon definitiv, die nutzen es. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass zum Beispiel der Dirtblock anders aussieht, sondern das ist einfach nur, dass die Items und die Rüstung
von den Leuten, wenn die das umbenannt haben, so aussieht. Für genau. Roleplay. Zum Beispiel, ja. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wenn du das Textback drin hast, dass deine Axt anders aussieht. Nee, genau. Sondern das bleibt ja alles normal. Das ist nur, wenn du es umbenennst. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Geile daran. Wenn man da jetzt keine festen Texturen ändert, dann wird es ja auch safe jeder reinmachen. Oder dann kann man das vielleicht sogar Server-Resource-Pack-mäßig machen. Ja, aber da weiß ich halt nicht, weil weiß ja, wie Spark ist. Ja, gut, stimmt. Deswegen, bei Spark bin ich mir nicht sicher. Ich würde natürlich gerne, weil mein Wunsch ist es, für jeden Craft-Attack-Teilnehmer da eine Textur reinzubringen. Und dann würde es sich ja auch keiner beschweren, im Normalfall. Aber, ja, normalerweise nicht, nee. Ich weiß halt nicht, wie Spark das sieht. Aber das ist cool. Deswegen. Das freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefällt. Und ich freue mich richtig drauf, wenn es dann im Einsatz ist. Vor allem, das ist ja noch cooler, weil es ist ja dieses Jahr mit Voice Chat, ne? Stimmt, ja. Klar. Und dann ist ja Roleplay und generell Minecraft mit Voice Chat und so auf dem Server spielen, wie wir das machen, ja viel cooler. Ja, da hast du recht. Genau, und dadurch, es sind schon so viele Sachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich hätte aber unbedingt voll gerne das Item, das so und so aussieht, dann kannst du es gerne sagen, dann kann das erstellt werden. Ich weiß ja noch nicht, wie meine Sachen aussehen. Ja, ich kann es dir spoilern, die anderen, aber die darfst du halt nicht öffentlich zeigen. Meine? Ich würde zwar ein bisschen was wegnehmen, ja. Wenn du willst. Würde die jetzt gern sehen, ja. Okay, dann spoilere ich sie dir. Aber bitte noch niemand anderem zeigen. Nee. Das ist das ganze Set. Das ist geil. Ah, das höre ich gern. Das freut mich. Hat jeder Spieler die Items, die da oben sind gerade? Ja, ne? Nur halt anders designt. Wo oben sind? Die Item-Liste, die du mir jetzt geschickt hast. Die hat jeder nur anders designt, oder? Ja, genau. Es gibt bei manchen zwar noch kein Totem, aber das wird irgendwann nachgelegt. Okay. Aber prinzipiell, jeder hat alle Werkzeuge. Also bis auf so Ausnahmen wie jetzt zum Beispiel ein Trident, wobei man das ja auch machen könnte. Ja, aber das ist ja natürlich schon natürlich die Rüstung. Ja, und es gibt halt immer ein 3D-Item. Bei Was dem, ist das für eine Rüstung? Wie? Also, ach so, Netherite. Okay. Die musst du auf Netherite machen und dann umbenennen. Genau. Und deswegen, also... Und die vielleicht Tools mal... oben sind auch Netherite, ne? Ja, warte, ich kann mal vielleicht einen Screenshot machen. Ich hoffe, das kannst du sehen jetzt. Du hüpfst da nämlich gerade noch im Hintergrund rum. Ich speichere es nur ganz kurz ab. Sorry, Leute, wenn ihr jetzt gerade nicht so viel Content habt, aber ich denke, darüber zu reden ist schon Content genug. Ja, das ist cool. Das wird geil. Das wird so krass. Warte. Also, das kannst du übrigens auch gleich zeigen, den Screenshot, damit man halt sieht, wir laufen hier gerade gemeinsam rum und währenddessen trage ich dann zum Beispiel das, was ich halt gerade trage. Ach so, ich habe mir zum Beispiel drin? Schon. Genau, ich laufe damit rum. Theoretisch kannst du es auch testen, weil es gibt da schon einen öffentlichen Download für die aktuelle Version. Also kann ich dir auch zukommen lassen direkt, aber da wirst du halt noch nicht alles drin sehen. Und ja, dann lade ich es erst runter, halt, wenn es fertig ist, oder? Wie es dir lieb ist. Also, wenn du zum Beispiel CurseForge nutzt, weiß ich jetzt nicht, dann kannst du da jederzeit ein Update ziehen. Aber da kannst du es halt jederzeit holen. Ja, das kann ich auch einfach so runterladen, ne? Nicht über Google. Ja, genau. Deswegen, einfach wenn Bock hast, nutzen. Und mein Wunsch ist es halt, dass am Ende mindestens die Hälfte der Leute damit rumlaufen, weil es halt einfach so mehr Feeling gibt. Aber ich glaube, spätestens wenn Leute halt sagen, boah, hast du eine geile Rüstung, und der Dritte steht dran und denkt sich, hör, was? Dann kommt vielleicht der Moment. Ja, glaub auch. Ja, von daher, das wird schon geil. Vor allem, das ist ja, wie gesagt, das ist ja einfach nur so ein cooles Add-on und kein so richtig neues Texture-Pack. Genau, das denke ich halt auch. Es schadet keinem, was wir halt drin haben. Es bereichert auch keinen, weil ich da ja keinen Spendenlink oder sowas drin habe, sondern es ist ja wirklich nur, damit wir halt Spaß haben können. Wie, bei dir geht's? Ja. Hast du schon drin, oder wie? Ja, zeig mal nochmal dein Schwert. Das Schwert wirst du nicht sehen können, aber die Spitzhacke zum Beispiel jetzt. Die Spitzhacke sehe ich, ja. Aber du hast doch ein Schwert bei dir, oder? Ja, das Problem ist, das Schwert ist intern, das teste ich für mich selbst, weil... Ach so, okay. Ich wollte mir meine eigenen Sachen basteln. Aber genau, du siehst halt jetzt meine RGB-Rüstung. Das ist cool. Und ich überlege gerade, kann ich ein Anvil herholen? Hast du irgendwo ein Anvil in der Nähe? Dann kann ich es dir zeigen, wenn man was umbenennt. Nee, ich habe keinen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier einfach mal zeigen. Was ist das denn?
Das ist das der Schlagstock von Flocke. Junge. Ja, das ist halt das Witzige an diesem ganzen 3D-Zeug, wenn du das halt hast. Ja. Pumi hat auch eine richtig geile Waffe bekommen. Sorry. Pumi ist zwar, du kennst ihn wahrscheinlich jetzt schon, aber ja, der ist nicht im Projekt. Ich habe mir nur gedacht, für so zwei Kandidaten, die hoffentlich ins Projekt reinkommen, habe ich schon mal eins fertig gebastelt. Ich kenne ja Pumi auch schon länger. Ja, stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht, also ich weiß seit Dia Wars, aber du wahrscheinlich... Ich kenne Pumi schon also bei vor Dia Wars. Ah, okay, zwei krass. Zwei oder drei Jahre davor. Actually, das ist so krass. Ja, dann wird es auf jeden Fall cool. Und ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel zu... Okay, Mist, Joe ist nicht mehr da. Ich wollte sagen, wenn du zu Joe fliegst, dann wirst du sehen. Aber Joe ist Klimmert noch nicht, oder? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also okay. Sein Set ist noch nicht öffentlich und auch... Achso, der müsste ja dann auch umbenannt haben und so, ja, okay. Ja, und man muss sagen, ich habe jetzt von Klims erste Teil hochgeladen, der war ein bisschen unzufrieden. Deswegen setzen wir uns nochmal ran und bauen es um. Ja, okay. Ich fand's nicht schlecht, aber ihm hat's nicht gefallen. Stimmt, zieh mal Chestplate an. Chestplate? Ich habe jetzt leider keinen dabei, ich kann mal kurz runtergehen und... Ja, oder egal. Rübergehen in mein Haus. Was auch noch cool wäre Elytra, oder? Eigene Elytra-Skin? Ja, wobei obwohl, Elytras Problem, und, ja, dass die ja beschrieben werden von der eigenen Elytra mittlerweile. Ja, gut, von diesem dann egal. Cape-Skin. Also da müssen die Leute dann die Capes ausschalten und dann sehen sie es erst. Das ist ein bisschen doof. Ja, okay. Ja, dann egal. Ja. Aber prinzipiell, wenn du jetzt auf dem Server Joe entgegenkommst oder Flocke entgegenkommst, dann wirst du normalerweise sehen, dass die damit rumlaufen. Ja. Also gerade, ich glaube, Flocke läuft mit einem wichtigen Set rum. Weil... Das wichtige Set ist halt richtig heftig animiert. Ist nämlich auch alles machbar. Ja, das ist, sah cool aus vorne auf der Seite. Ja, also von daher freue dich auf jeden Fall drauf und schön, dass du es auch schon drin hast. Ja, ne, ich freue mich auf Craft Attack 10, glaube ich, wird cool dieses Jahr. Also meine Hoffnung ist ja, dass Craft Attack 10 alles überbietet, was davor war. Aber ja, schwierig ist die Frage, ob das möglich ist. Ja, aber ich glaube, die meisten Leute sind halt jetzt motivierter, weil 10. Teil ist halt einfach krass. Ich glaube, dass dieses Jahr wirklich viele Leute lang und viel und krass spielen werden. Ja, ich habe von Klim schon den Plan gehört und von Joe den Plan gehört und die sind sehr übertrieben. Ich habe von beiden den Plan noch nicht gehört. Okay. Also, ja. Ja, ich will jetzt nicht gespoilt werden. Genau, Klim hat nur einen geilen Bauplan bisher, aber... Oh, Digga. Ist auch noch intern, also die verraten es auch noch nicht öffentlich. Okay. Deswegen, wenn ich da schon höre, was die vorhaben und wenn ich dann drüber nachdenke, was ich vorhabe mit dem Ganzen und du weißt ja, also das, was wir da hoffentlich gemeinsam alles anstreben können, das würde ich halt auch wirklich echt gerne groß aufziehen. Wollen wir dafür eigentlich noch eine eigene Gruppe im Discord erstellen, dass wir da über das Thema noch ein bisschen schreiben können? Kann man machen, eigentlich, ja, mit den Leuten, ja, die da Lust drauf haben. Oder ich würde da vielleicht einen eigenen Channel im Discord machen. Ja. Nicht, weil ich weiß nicht, ob da Spark drauf Bock hat. Da ist ja nur ein Channel hinzufügen. Ja, aber den müsste man dann halt privatisieren, sozusagen. Ach so, nur für die Leute, die... Ja. Und dann muss man Rollen vergeben und so und dann. Ach so, ja. Ich weiß nicht. Ja, dann kann man eine Gruppe machen. Ja, übrigens, hier ist noch der wichtige Bogen, fällt mir gerade ein, zum Thema Animation. Ich glaube, die siehst du, die Animation, oder? Warte. Oha. Siehst du dann? Genau. Ja. Das kann man halt alles damit machen. Also, genau, wenn du da irgendwie noch Vorschläge hast und sagst, boah, geil, das, was du da gemacht hast, ist cool, aber ich hätte es gerne anders. Schreib's jederzeit und dann wird es geändert. Das mache ich. Ich kann halt nur sagen, wann es öffentlich ist. Das ist halt gerade ein bisschen chaotisch. Ja, ja. Aber gut. Ich freue mich drauf. Okay, dann. Ja, dann auf jeden Fall schön, dass du hier vorbeigeschaut hast und ja, war nice. Schön, dass dir gefällt. Und dann noch eine wunderschöne restliche Tour, auch wenn du eigentlich schon durch bist. Ja, eigentlich schon. Ich muss mir das End noch angucken, aber ansonsten glaube ich, habe ich alles. Das End? Ja. Ja, gut, da hat ja keiner gebaut, außer halt die kleine, das ja, Terraforming. Genau. Ja. Das gucke ich mir jetzt noch an. Okay. Nee, aber dann. Schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Genau, bis dann, ciao. Einfach Blizzard. Digga, ehrlich, krasse Welt von Blizzard. Okay. Chestplate? Ja, Blizzard hat die nicht. An. Bei Karavas waren wir auch schon, ja. Okay, Freunde, wir gucken uns jetzt schnell noch das End an.
Wo ist das? Hier hinten. Und dann sind wir durch mit unserer Rundtour, actually. Und dann haben wir alles geguckt. Das hier, by the way, habe ich gebaut. Das Portal hier. Gib ihm deine. Nee, der muss das ja umbenannt haben. Das geht nicht. Okay, das ist das End. Hier ist actually nicht so viel passiert. Außer das hier, was Veto halt gebaut hat, ne? Der hat das Overworld ins End gebracht, die Overworld. Das hat Veto gebaut. Das ist eigentlich auch cool, finde ich. Das hat Veto auch cool gemacht, ne? Finde ich cool. Aber ansonsten ist das End nicht so krass. Es ist halt natürlich noch, es gibt noch irgendwo eine Farm und so, aber so Farm und so gucken wir uns nicht alles an. Und die hat wichtiger noch eine Eisbahn gebaut. Aber ja, mehr ist nicht passiert. Aber dieses Craft-Tag, finde ich, war schon cool. Aber, oh, jetzt bin ich hier bei Klim. Aber viele Leute sind nicht fertig geworden, leider. Aber es haben viele Leute auch viel gebaut und so. Also ich finde, dieses Craft-Tag war so... Schon sehr auf Craft-Tag 10, der wird bestimmt cool. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Bock auf Craft-Tag 10. Ich bin richtig hyped. Okay, also wirklich hyped. Wir werden richtig reingrinden. Dieses Craft-Attack hier haben leider viele Leute nicht so krass durchgezogen. Aber ja, trotzdem war es cool. Und die meisten haben ja, es hat ja trotzdem Spaß gemacht und so, wisst ihr. Aber so bautechnisch war nicht so viel und auch nicht so viel Fertiges. Leider. Aber ich hoffe, diesen nächsten Craft-Attack wird anders. Yo. Und Blizzard, danke für den Raid. Yo. Wir haben das End jetzt schon angeguckt, weil da war legit nichts. Ja, wir sind fertig. Wir fliegen jetzt noch zu unserer Base zurück. Und dann werde ich mich... Oh doch, ich wollte gerade sagen, ich werde mich nicht mehr einloggen. Wir müssen noch ein Spiel bauen. Für Craft Attack Party. Aber ich werde so ein Billo-Spiel bauen. Aber das machen wir vielleicht die Tage. Das machen wir nicht jetzt. Aber ich muss ein Minigame bauen. Scheiße. Aber ich habe schon eine Idee. Das machen wir die Tage. Aber nee, das soll es gewesen sein mit Craft Attack Rundtour. Wir haben viel gesehen, alles eigentlich so gut wie, denke ich, ein paar Sachen vielleicht nicht, die weiter weg waren und so. Schon cool und krass, was dieses Jahr gebaut wurde. Letztes, also, aber ich glaube, nächstes Jahr oder jetzt am 29. wird es noch krasser und da habe ich so Bock drauf. Das wird geil. Das wird so geil. Ich habe so Bock.